Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es wieder um eine Errungenschaft und zwar im Zusammenhang mit dem Fest der Narren oder Narrenfest, wie man es halt haben möchte. Und die schauen wir uns einmal an. Dazu das Tagebuch öffnen, wenn ihr mit dem PC spielt, ist das die Taste J. Dann geht hier hinten einmal auf die Errungenschaften und ihr könnt jetzt gezielt suchen unter Feste und Feiern und dann Fest der Narren. Oder ihr gebt hier schon Suchbegriff ein, in dem Fall Witz, Witze, Witzemacher, was auch immer. Und dann landet ihr bei dieser Errungenschaft. Witzemacherin der Narren. Oder wenn ihr eben einen männlichen Charakter habt, dann eben Witzemacher der Narren. Was muss ich dafür tun? Benutzt 5 festliche Witzemacherteile, die ihr aus gewaltigen Geschenken zum Fest der Narren erhalten könnt. Ja, Questen ist hier angesagt, definitiv. Aber es ist nicht gesagt, dass bei den Belohnungen jetzt automatisch so ein Witzemacherteil dabei ist. Das ist sehr random. Kann also ein bisschen dauern. Wenn euch das zu lange dauert, ihr das schneller erfüllen wollt, könnt ihr diese Witzemacherteile auch kaufen. Und zwar bei den Gildenhändlern. Ist ein bisschen Arbeit, keine Frage. Ihr müsst bestimmt einige Gildenhändler ablaufen, bis ihr eben diese Teile zusammengekauft habt und müsst natürlich auch das nötige Kleingeld dafür haben. Wenn ihr das wirklich kaufen wollt, dann rate ich euch, wartet ein paar Tage, wenn das Event also schon läuft, nicht gleich am ersten oder zweiten Tag, weil da sind die Preise noch arg hoch für diese Teile. Und so ab dem zweiten, dritten Tag, dann fallen die Preise, weil natürlich viel, viel mehr Leute das zum Verkauf anbieten und dann ist es vielleicht auch eher für euch erschwinglich. Ja, was habe ich davon, wenn ich diese 5 Witzemacherteile habe? Was passiert dann überhaupt? Ja, wenn ihr die im Inventar habt, einmal Doppelklick drauf, dann habt ihr die Errungenschaft und bekommt hier als Belohnung das Andenken Witzeknaller zum Fest der Narren. Ja, dazu einmal zu den Sammlungen gehen, Andenken und sehr alphabetisch zu den zu W wie Witze, Knaller zum Fest der Narren. Einmal Doppelklick drauf. Und das ist dann das Andenken, was ihr dafür bekommt. Finde ich eigentlich ganz niedlich. Wir können es ja vielleicht noch mal ein bisschen uns von nahem anschauen. Ich finde das schon, wie gesagt, mega witzig. Ich mag die Andenken sowieso total gerne. Wenn man vielleicht irgendwo steht und wartet, Zeit totschlagen möchte, dann bin ich zum Beispiel jemand, der super gerne die Andenken auspackt. Ja, das war's zu dieser Errungenschaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fest der Narren, beim Spiel sowieso. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Und sage damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.